Guten Tag, hat er gesagt. Willkommen zu meinem Supermarkt. Und wir haben, glaube ich, schon alles aufgeführt beim letzten Mal. Ich wollte aber, weil wir ja neue Regale haben. Und natürlich, ja, hinten sieht alles ganz gut aus. Mal gucken, ob wir eine neue Lizenz kaufen können. Und das ist ja ganz eigentlich cool. Guck mal hier. Die für 400. Wir können sogar ein paar Lizenzen kaufen, ne? Wir hätten hier zum Beispiel Erdnussmehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis, Salz, Orangenjuice. Können wir schon den zweiten ab Level 20? Oh, da haben wir aber noch ein bisschen was vor uns. Also, das können wir hier einkaufen. Ja, auch eigentlich mal machen. Den nächsten können wir dann auch bald hier. Orangensaft, Soda, Soda, Cola, Sepp, Juice, Milch, Sechserpack. Soda. Okay. Da müssen wir dann mal gucken. Ich würde sagen, dann machen wir dann beim nächsten Tag, damit wir vielleicht das Lager hier am Tag ein bisschen ausbauen können. Also, das finden wir wahrscheinlich hier unten alles. Ich mache mal von jedem zwei. Und dann können wir ja eigentlich anfangen. Müssen wir natürlich auch, achso, bestellen. Oh, das kostet ganz schön, ne? Und dann könnte ich ja eigentlich, wenn wir das, können wir das hier noch ein bisschen ranziehen hier zur Seite? So, nee, das geht wegen der Kante nicht. Also dann könnten wir hier noch Regale eigentlich denn vorstellen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns noch ein Regal kaufen? Denn schon mal weißer, den ihr denn schon mal kaufen. 200. Haben wir zwar vier ausgegeben, die Runde. Aber was muttet mut, ne? Hier steht natürlich jetzt hier die Kisten noch alle im Weg. Ja, weil ich kein Lagersystem habe. Das ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Dadurch, dass wir hier gar nichts lagern können, natürlich auch ein bisschen schlimm. Gestellt ist hier natürlich auch in dem Bereich, mit dem wir eigentlich einkaufen können. Würdet ihr das anders stellen? Weil das hier, also kann hier so ein Millimeter noch nach hinten. Hier nehme ich jetzt auch. So sieht es doch ganz gut aus, ne? Und dann könnten wir hier eigentlich noch einen kleinen Gefrierschrank schon mal hinstellen, falls wir den brauchen. Dann haben wir eigentlich schon mal eh noch gekauft hier. Hätte ich bestellt, ja. Man könnte den hier auch auf der Ecke hinstellen. Aber dann glaube ich, drehe ich den lieber um. Ja. Coole Sache. So. Was haben wir hier denn Schönes? Ne? Hier haben wir hier Reis und sowas. Ne? Ich stelle das erstmal hier oben hin. Wir machen hier erstmal systematisch. Erstmal so ein bisschen einsortieren hier. Irgendwie so ein Reis. Ach nee, das ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich hätte gerne so Nudeln, weißt du, dass es ein bisschen systematisch ist. Ne? Oh. Lecker. Machen wir auch nochmal bitte. Reis müssen wir natürlich dann auch gleich noch hinstellen. Salz. Zu viel
Teils werden die ja nicht kaufen. Aber wir werden, denke ich mal, gute Einnahmen jetzt machen. Aber so wie zu Hause würde ich immer eigentlich leichte Sachen mehr nach oben stellen und schwere Sachen mehr nach unten. Ne? So, hier ist irgendein Juice oder so. Eigentlich geil, wenn hier unten denn das Öl hinkommt, oder? Später mal. Ja, irgendwie Olivenöl oder so, was war das, ne? Ja, hier ist ja auch noch ein Paket. Oh Mann, ey. So. Viele Pakete, alle verkauft. Gut. Ey, ich bin richtig zufrieden. Haben wir schon ordentlich was gemacht? Müssen wir denn mal gucken. 6,60 €. Ey, auch 6,60 €. Da können wir auch Punkt 18 machen. Ey, haben wir ein bisschen mehr gewinnen. 5,20 €, 5,20. 50. Und beim Salz sind wir bei 2,17 €. Siehst du, ich wäre also 10, ne? Weil sie natürlich nicht mehr hier. Wasser mal kontrollieren. Das ist richtig. Auch richtig. Weil sie nämlich nicht mehr letztes Mal. Ich wollte es eigentlich gucken, was sich hier an den Preisen verändert hat, aber habe ich nie geguckt. Ist okay. 4,80. Okay, angepasst. Hier unten noch. Okay. 30. Wir müssen ja ein paar Cent jetzt hier rausholen, ne? Okay. Okay. Traubenzucker ist okay. Ist okay. Gut. Der Rest ist alles okay. Du bist bereit? Öffnen wir den Laden. Geil. Genug gekommen. Dann noch eingebaut. Was sagen eigentlich denn so Wasser oder Cola? Hier machen wir dann später hier nach vorne. Das nächste, was ist, ne? Was wir denn holen können an den Lizenzen? Das gar nicht, haben wir jetzt hier noch Rechnung zu zahlen? Wahrscheinlich, ne? Die müssen wir hier einmal abzahlen. Das können wir jetzt schon mal machen. Rechnung hier, Tagesrechnung und Miete. Heute schon mal alles weg. Das nächste ist Orangensaft, Soda, Soda, Apfelsaft. 6er-Pack Milch und Turkosoda. Also wir haben Turkos, Sepp und Cola. Irgendwie das ist bestimmt Cola Fanta Sprite oder so. Also Cola ist klar. Aber, na, ihr wisst schon mal, ich meine. Zweimal Käse ist okay. Ich weiß zwar nicht, warum ihr unbedingt zu mir geht, aber gerade ist mir der Tirade noch egal. Ne? Die Pakete ein bisschen mal wegbauen, das wäre auch toll. Ich will ja nicht lapidar. Hä? Die wollen nur zu mir irgendwie. Okay. So, der geht wirklich dahin. Ah, die wundert, aber hätten sie Nein nicht gehört, ne? Und wieso? Gibt es eigentlich ohne Taste ach nee, wir haben ja gar keine Tasten hier. Mach mal kurz eine Speicherung, nicht, dass ich aus Versehen lade. Die hat zu verbergen, gibt's gar nichts, ey. Okay. Konnte
konnte Spaghetti-Nudeln nicht finden? Warte mal, ich muss ja mal gucken. Oh, die habe ich gar nicht gekauft. Den Rest habe ich ja gekauft, ne? Ja, ich habe keine Nudeln gekauft. Das ist auch schlimm. Das ist wirklich schlimm. Die verzeihen mir hier. Okay, der sagt schon mal nichts. Der Kunde. Und keiner Öl geholt. Mehl geholt. Mal wieder rüber. Natürlich ein bisschen Wüste mein Geschäft hier, ne? Das weiß ich selber, aber es ist alles nur für den Kunden und es läuft ja auch. Also bisher ist das alles sehr systematisch und bisher ganz gut, ne? Solange wir gut Geld einnehmen, ist der Rest ja auch real. Dann machen wir euch mal hier schnell durchziehen. 18 Euro. 90. Gegen Ende wird das ja immer so ein bisschen kriminell, ne? Das war fast nicht mehr haben. Dankeschön. Ja, wir haben neue Sachen im Angebot. Freut mich, dass Sie es entdeckt haben. Wir werden natürlich dann gefühlt wöchentlich immer mehr Sachen haben, die hier schön sind. Danke für den Einkauf. Oh, der ist schon dunkel, ne? Diese Prime-Dings da, ne? Könnten wir. Und Traubenzucker. Traubenzucker. Das ist Mehl, ja. Mal ein bisschen stapeln hier alles, damit so Sinn macht. Da können wir am Ende das noch ein bisschen richtig cool machen irgendwie. Wichtig ist, dass hier gar nichts fehlt, ne? Hier, guck mal, die Milch packen sie raus, das ist gut. Leer gekauft. Wasser leer gekauft, so gut wie. Ja, das Mehl und das Mehl, ne? Die Nudeln mal zusammenpacken und so. Das wird denn alles auch richtig, richtig viel Sinn machen. Ey, da, wie viel Spaghetti ist denn hier los? Hier, große Spaghetti-Party oder was? Stehst du, Nudel? Ne, irgendwas stimmt hier nicht.
müssen, kaufen sie mich diesmal nicht hier restlos leer. Oh, heute hier ein Dollar Wechseltime, oder? So, ich habe meinen Kaffee verdient. Und das wird hier immer schöner und größer, ne? Ja, wenn wir Platz haben, können wir so Doppelregale machen, ne? Stellt sich da hinten an, wie es sich gehört. Ja, mein Deadmeat lassen wir hier oben. Dann können wir den schon mal auf wegschmeißen. Die Abteilung lassen wir auch hier noch. Ja, ne, die Nudels wollten wir abbauen lassen, ne? Unten haben wir das mit dem Puderzucker. Mehl da oben dann noch. Wir wollten wir abbauen lassen. Kaffee auf jeden Fall können wir nachfüllen. Nicht so schlimm, den Tag haben wir zu Ende. Ja, cool. Was wir nachbestellen können, ist Reis und, also dieser Basmati-Reis und nu Spaghetti und Nutella. Spaghetti und Nutella und Spaghetti und Nutella. Basmati-Reis, Spaghetti und Nutella. Also Basmati-Reis. Ja, machen wir einmal Spaghetti, Nutella einmal. So, denn Eier, Milch zweimal, Käse zweimal. Aber wir müssen ja eh erstmal warten, bis der nächste Tag ist. So, ja, ein Produkt nicht gefunden. Das war am Anfang die Nudeln, die ich übersehen habe. Sonst haben wir Erweiterungskosten, Rechnung, Bestellkosten, Miete, Rechnung. Also wir haben gerade mal heute unsere Bestellkosten gedeckt, weil wir ja vieles Neues kaufen mussten. Das ist klar. Aber so ist erstmal schon ganz gut. Gucken, was jetzt Olivenöl, was Basmati-Reis. Oh Mann, ey. Olivenöl, Basmati-Reis. Ja, aber ist nicht viel, ne? So, schicken wir schon mal Bestellung ab hier. Dann versuchen wir das langsam schon mal umzumuscheln hier. Kann ich schon mal öffnen hier den Bumsladen? Das war wahrscheinlich ein bisschen stressig hier gleich, aber. Wird schon gehen. So, Spaghetti bleiben wir auf jeden Fall safe hier unten. Sind leer? So. Komplett einsortiert. So, sehr schön. Den schiebe ich hier hin und her anscheinend. Und ist das hier auch nicht so schlimm? Was liegt denn hier vorne rum? Achso, was ist das hier? Was ist das für eine große Zigarettenpackung? Warum sind denn so viele Zigaretten hier? Machen wir euer Müll weg. Dann nehmen wir bei mir hier abstapeln. Ja, früher war ich schlanker. So, ziehen wir euch mal durch hier. Karte zahlen 26, 50.
Und der hat sich hier verändert, ne? Und natürlich mit den Preisen mitgehen, sonst ist es zu teuer, ne? Da. Nochmal alt kontrollieren. Also da wollten wir jetzt den anderen mit einsortieren, ne? Beziehungsweise, ja, fast schon darunter, oder? Oder hier darunter. Weiß gar nicht, haben wir jetzt hier noch Penne? Penne hätte ich ja eigentlich hier denn gerne hin, ne? Und Reis und Nudeln eigentlich Penne, Reis, Nudeln eigentlich in einen denn. Der kann hier oben bleiben. Der kommt denn ja eigentlich da runter hin. So hatte ich es mal geplant. Oh, da ist ja auch schon ein Haufen. So, Mahlzeit. Ich verkaufe ein Produkt ohne einen Preis festzulegen. Oh. 7,70 Euro. 70. So, stimmt. Danke für den Hinweis, ne? Ich darf hier so viel Verlust machen, ne? Das ist ja. Essen ist ja teuer heutzutage. Ihr müsst ja. Hier, Zuckerparty? Vierundzwanzig. Achso, der hat noch den alten Preis gekauft. Sagen 27, so eine Preise habe ich ja nicht. Eigentlich normalerweise, ne? Also, da ist als YouTube läuft auch. Mit mir holen sie da sich raus. Wie gesagt, hier hinten hätte ich ja gerne, dass wir hier den Trockendings machen. Hier können wir den Spaghetti und Pasta machen. Ja, irgendwie so. Habe ich mir gedenkt. Heißt eben den Basmati-Reis, den können wir ja hier reinmachen. Den wollte ich gar nicht drüben den Stapel, ne? So, Eier. Oh, mein Wasser ist fast leer. Hat Wasser bestellt? Nö. Warum nicht? Komm, komm, komm. Müssen wir hinne machen. Ist ja nochmal Judy Young, ne? Oh, ja, eine Riesenschlange hat sie hier. 31, 70. Ich weiß gar nicht, ob sich der Verkäufer. Also klar, alleine könnte ich es jetzt nicht mal bewältigen, glaube ich. Ne? Das wäre zu viel hin und her. Aber ob sich der denn rentiert, setzt ihr so viel Geld um, dass der dann Plus hätte von 80? Bestimmt, oder? Wie viel müsste der denn? Konnte mir nicht finden? Oh ja. Vielleicht liegt es aber auch am Licht, ne? Ja, dann machen wir aber jetzt hier nur einen da oben hin. Weil ich ja nicht alles hier. Also scheiße. Ich halt daneben möchte, ne? Ja, schön, dass ihr alle da angeht. Das ist wenigstens gut. Da trifft sich. Das gefällt mir. Wir müssen jetzt hier gleich gucken, dass der Umbau denn auch vorwärts geht, ne? Guter Zucker und Mehl, das kommt ja eigentlich auch ganz gut, ne? Das ist der eine Ding. Müssen wir den noch füllen wenigstens.
Umbaumaßnahmen ist aber auch Kacke, ne? Solange die Regale nicht leer werden. Ich habe noch ganz viel Bock auf Dings gehabt. Also das bleibt hier oben, habe ich gesagt. Einsortieren. Schrankverteig hier nach vorne geschoben. Also das auch wieder Mehl. Gut, den haben sie alle durch. Da unten ist Nudels weggekauft. Natürlich auch nicht so zulassen. Ah, das schiebe ich und das nehmen, ne? Liebe Klappe. Dann steht noch einer. Boah, so viel Wasser. Bist du bekloppt hier? Ey, muss man eine Regel einführen, dass man nur, weiß nicht, drei von jeder Sorte kaufen darf, ne? Sonst, ja, gar nichts mehr. Ja, übertrieben gesagt, ne? Ich glaube, wir haben einen guten Umsatzwert. Gucken wir uns das mal an. Einen nicht gefunden. Ja, das war das. Was weggegangen ist, ne? Und sonst so. Bestellkosten 600. Naja, 500 plus. Wir haben natürlich unsere Kosten jetzt nicht bezahlt. Natürlich auch nicht so geil. Was hier auch fehlt, ist Erdnussbutter. Das ist Erdnussbutter. Ist natürlich immer die Gelder, die sind da gar nicht mehr drauf. So. Bin schade, dass ich den hier nicht umsetzen kann, ne? Den einzelnen. Das wäre viel cooler, wenn man das irgendwie noch umsetzen kann. Wird irgendwann denn kommen, ne? Aber sonst so. Sieht schon mal gut aus. Ich danke schon mal für Zuschauen. Nächstes Mal wird es dann wieder ein bisschen größer, glaube ich. Wenn wir hinten die Ecke wegbauen, neue Regalsysteme anlegen. Und dann wird es, denke ich mal, ordentlich vorwärts gehen. Aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank für Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.